Acum cuvântul domnului raportor, domnul Langen Werner. Frau Präsidentin, ich wundere mich, hier alle diese Kritiker, die alle hier geredet haben, von rechts und links, alle sind sie verschwunden. Kein einziger hat sich die Argumente angehört. Das ist kein seriöses Arbeiten. Das ist geschichtsvergessen und unverantwortlich. Und die Wortbeiträge heute hier haben nicht das Wahlergebnis der Europawahl wiedergespiegelt, auch nicht die Meinungsbildung hier im Europäischen Parlament. Und ich will mit einem Punkt anfangen. Es ist eine legitime Entscheidung. Die litauische Regierung hat einstimmig beschlossen, dem Euro beizutreten. Das Parlament hat mit 81%, 87 Ja, 7 Nein und 13 Enthaltungen im April zugestimmt, den Gesetzen. Das sind klare demokratische Mehrheiten. Und alle, die jetzt behaupten, das sei nicht legitim, man müsse eine Volksentscheidung machen, die wollen auch nicht zur Kenntnis nehmen, dass nach den jüngsten Umfragen, die hier zitierten sind alle vom Mai 2013, nach den jüngsten Umfragen hat sich das Meinungsbild gedreht. Die Mehrheit ist jetzt für den Euro und sie wird weiter ansteigen, meine Damen und Herren. Und wenn ich dann hier höre, Politiker, die sagen, man müsse Souveränität abgeben. Natürlich, der Beitritt zur Europäischen Union ist eine Abgabe von Souveränität. Selbstverständlich. Und die litauische Regierung, das Parlament haben Anstrengungen unternommen, die nicht nur ehrenwert sind, sondern von denen sich die Kritiker hier etwas abschneiden können. Und deshalb sind wir aus Überzeugung für den Beitritt von Litauen. Möglichst bald, und es werden weitere folgen, Schweden, Polen und weitere. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Aussagen, die Herr Landsbergis gemacht hat, die Herr Dombrovskis gemacht hat, die der frühere rumänische Ministerpräsident eben gemacht hat, dass es ein Erfolgsprojekt ist und dass wir das mit voller Kraft unterstützen. Ich freue mich jedenfalls auf Litauen als 19. Mitglied und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr über das 20. und 21. abstimmen werden. Und von Zeitdruck war gar keine Rede. Der Bericht ist nur deshalb so gemacht. Es war immer so. Ich bin seit 20 Jahren hier in diesem Parlament im Wirtschafts- und Währungsausschuss. Es ist immer auf der Grundlage der neuesten Zahlen vom Juni beschlossen worden. Und was Herr Lucke hier zum Zeitdruck gesagt hat, er hat halt eben keine Ahnung, wie mancher Professor auch. Danke. Mulțumesc foarte mult. Felicitări, domnule raportor. Dezbaterea este închisă. Votul are loc mâine dimineață la ora 11. Următoarea ședință va avea loc mâine, miercuri 16 iulie 2014, începând cu ora 9 până la ora 14 și apoi de la ora 15 la ora 21.